So. Ach, guck an. Yuki. Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Naja. Das ist ein kleiner Yuki. Das wird doch noch schön. So, hier ist nichts. Können wir jetzt vielleicht mal dahinter reingehen? Irgendwo wird der Bruder noch dabei sein. Der ist nicht einfach weg. Das ist ein Bruder schon. Nichts zum. Boah. Er krummelt im Schlaf. Ja, streckt sich. Bis Freitag. So. Gibt's hier vorne auf dem Schiff irgendwas Interessantes? Nope. Dann mal. Eine Hebeplattform. Ich würde schon sagen, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer. So, Moment. Da geht's zurück zum Schiff. Hier sind wir aufgelaufen. Das ist ein. Große Wirbel im dritten Bögen. Moment, das ist der Anker. Der Anker ist. Warum ist der Anker so weit? Marwalk. Noch in das Horn. Bestimmt das Hebel oder sowas benutzen. Ach, die kleinen Dinos. Ihr seht hier überall wieder einen Anker rausgeworfen. Wo sie es mitgekriegt haben. Ja. Alles gut bei euch, Prime? Ignoriert mich einfach. Was Kleines. Das ist aber größer aus für uns. Geschafft! Wir können weiterfahren. Können wir mal ganz kurz über das Dilemma reden? Wenn wir jetzt keinen Anker ausgehoben hätten, hätten wir vielleicht eine Strömung gehabt, die die ganze Zeit sehr stabil geblieben wäre. Aber den Anker aber irgendwie oder der geworfen wurde, sind wir natürlich abgekommen vom Kurs und sind jetzt irgendwo anders. Sind also in ein anderes Vektorfeld gekommen. Ein anderer Teil des Vektorfeldes. Da sehen wir doch jemanden. Endlich! Jetzt bin ich sie los, Kate Walker. Aber was zum. Oh nein! Das Schiff steckt fest! Ach, Monsieur. So, wir gucken nochmal zurück. Vielleicht gibt es da noch was Knochen-Technisches. Können wir die nicht einfach im Eismeer abbringen? Gut, dann ist sein Bruder wahrscheinlich alleine, aber. So ein nerviger Typ. Na ja, Klein. Alles gut bei euch? Oh. Alles gut? Ja, ist halt ganz toll. Warum durfte ich dorthin gehen? Den Pinguin, wenn ich nichts finde im ersten Moment. Oh, ah ja. Das sind Pinguin-Eier. Die will ich mal nicht aufbrechen. Ah! Hey, sieh da! Ach, wir können die Matroschka nehmen. Die Matroschka dran sind. Mit was hab ich gegen die Matroschka geredet? Wir haben die Matroschka als Ei tarnen können. Komm, aber schon viele kleine Brüder und Schwestern. Okay. Das heißt, wir haben die jetzt weggelockt von der einen Stelle, damit wir dort irgendwas machen können. Nämlich, das ist eine Eisscholle. Hoppla. Na dann,
bauen wir unser eigenes Floß. Ein Glück, dass es genau dorthin bewegt. Und ein Glück, dass wir ein Tor haben, seitlich. Das hat also diese Tür blockiert. Okay, wir kämen jetzt wieder in den anderen Vorraum. Da könnte man einen Hebel ziehen. Was macht er? Nein, nicht das, was... Ich frage mich, wozu... Nein, das funktioniert. Nichts mehr. Nein, das funktioniert. Diese Stelle und diese Stelle. Sie ist aber auch flink und leise unterwegs gleichzeitig. Was sind da noch irgendwelche... Dass das dicht ist hier. Bei dem Eiswasser. So, was haben wir hier noch Schönes? Irgendwelche Karten. Wenn zwei sich lieb haben, gibt's was Kleines. Richtig? Nein. Ah, da guckt mal, das ist irgendwie ein Code. Hier, Mammut auf irgendwas. Ist mal das. Angriff ist das. Schlafen ist das. Okay. So, um es jetzt zu verstehen. Aber die Frage ist, wo machen wir denn diesen Code? Wir haben jetzt wahrlich nicht viele. Okay, müssen wir rauskriegen, wo wir das machen. Dann können wir uns gerne mal angucken, wie die genauen sechs einzelnen genutzt werden. Sechs einzelnen Punkte. So ein bisschen wie bei Blindenschrift. Oh, waagerecht statt senkrecht. So. Yuki. Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Und jetzt auch noch. Guck mal an. Hans, ist alles in Ordnung? Ja, ja. Sind Sie verletzt? Er hat mich gezwungen, hier runter zu gehen. Sonst nichts. Den werden wir schon los, Hans. Wir haben bisher alles geschafft, die Reise, dass der jetzt das kleinste Übel. So, geht sie raus, oder? Oder hält sie ah, verdammte Mechanik! Funktioniert das bloß? Oh nein, nein! Bloß nicht von vorn. Ich muss ihn irgendwie überrumpeln. Er steht ja gerade an der Stelle. Ja, warte mal, nee, Moment. Zwei Möglichkeiten, so weit rauszugehen. Hätte ich mir denken können. Ivan war hier versteckt. Da hat er den Anker. Ja. Das heißt, er ist, als es dazu kam, dass das Boot geschmolzen, also bis zum Eis geschmolzen hat, so schnell drauf gestiegen. So, da haben wir einen Elfenbein. Ah, können wir da was festmachen, alles klar. Und hier. Dieser Mechanismus scheint die Arche anzuhalten. Dieser Mechanismus. So Arche-typisch. Okay. Wenn er dort steht, können wir ihn irgendwie festbinden, dass er dann hochgezogen wird? Ich meine, ich werde eigentlich für Kiel holen, aber ein bisschen frische Luft schnappen kann er trotzdem. Das muss ich. Okay, jetzt hier irgendwas festgemacht. Aber was erreichen wir jetzt damit? Das heißt, wenn wir jetzt hier ziehen, was passiert dann an dem Hebel?
Ah, Segel. Wunderlich noch was. Nicht das Ei werfen, du Trottel. Das ist der neue Horrorfilm. Bitten bei Penguins. Oh, kurz Unterwässerung, wenn es schön ist. Ohne dass wir mal navigieren, irgendwo rüber müssen. Einfach die Strömung, der Wind uns trägt. Und hoffen, dass es über die Jahrtausende wieder zu Ende geht. Jetzt einmal nicht geklappt hat. Das gewesen hat mir mal ein Zeichen. Oh. Da wartet jemand auf uns. Statt mal mit unserem Wort zu rechnen, haut er einfach wieder ab. Na komm, gehen wir einfach mal in den Laderaum, um einfach mal Yuki zu wecken. Den brauchen wir bestimmt. Yuki? Mach hier vorne. Legen wir lang dort davor. Dieser Yuki hat. Können wir jetzt mit dem Anker irgendwas machen? Wir haben hinten diese Zeichnung. Und das wird irgendwie noch Relevanz haben. Deswegen würde ich fast sagen, ich mache mal zwei Bilder davon, damit wir nicht jedes Mal zum Schiff zurückgehen müssen. Moment. Eins. Und machen wir uns das zweite an. Zwei. Gut. Dann brauchen wir nämlich eigentlich außer für den Yuki nicht mehr herkommen. Weil wir dann diese Codierung, wie auch immer wir es dann nutzen, schon dabei haben. So, Yuki, ich hoffe, du kommst da hinterher. Ich kann es mich verteidigen gegen irgendwelche bösen Mächte. Jetzt muss ich mal speichern, sicherheitshalber. Und weiter geht's. Erst nach links gegangen, das heißt, wir gehen erstmal nach rechts. Okay, wir sehen auf jeden Fall, hier ist es wärmer, weil hier ist es wieder grün und Vögel. Und da steht jemand. Lebst du noch? Ah. Was soll ich sagen? Puppe oder Leiche? Jukolmedaillon. Ah, da können wir so schreiben, da können wir es einstellen. Das ist eine Übersetzung. So ein Cäsar-Chiffre-artiges, denke ich mal, oder? Sind die komplett unterschiedliche Alphabete, oder sind das dieselben? Bin gerade so doof, das glaube ich zu sehen, aber werden wir noch erkennen. Ja, da war einer, hat Wache gehalten, bis das nächste Schiff kommt.
Ja, wir hatten ja auch gelesen in dem Buch, dass ein paar Yukol unterwegs waren mit den Mammuts. Und dann kam halt das Schiff zurück ohne Yukol, aber mit ein paar toten Mammuts. Und immer wieder. Deswegen ist ja trotzdem komisch, wie das Schiff gesteuert wurde. Müssen wir jetzt drüber nachdenken. Aber das heißt, die haben sich hier niedergelassen. Das sieht man ja hier alles. Oh, was ist denn hier mit dem Schiff gerade los? Okay, diese Nachtsicht ist ein bisschen komisch, aber... Hier haben wir auch diese typische Mammut. Figur. Man kann halt mal schauen, wie stark sie es ausgebaut haben hier alles. Oh, haben einiges gemacht. Kommt von dort. Kann nach hinten gehen. So, was mal hier vorne alles an. So, Segel irgendwas. Artiges. Eine Pedule. Kann ich nochmal die anschauen? Nein. Ich denke, es sollen irgendwelche Fragmente sein, die können wir dann wohl hinsetzen. Wir werden dann vielleicht wie den Rosetta-Stein eine Übersetzung kriegen. Eine erste Übersetzung und dann irgendwas anderes übersetzen können. Vielleicht ist es sowas. Ja, hier sehen wir übrigens dieses. Ist das nicht gerade das blaue Kraut? Siberia-Blume. Und wir bekommen netterweise noch ein Stück Steintafel. Oh Gott, das sind. Mal gucken, wie viele wir finden müssen. Das ist eigentlich so eine Schneeeule. Ist da hier irgendwas? Na, Hans? Hans? Wir sind da. Siberia. Und die Mammuts? Etwas weiter, hinter den Blaugrasfeldern. Gehen wir hin. Ist nicht so einfach, aber wir schaffen das, Kate. Nur Geduld. Naja, es wird zwar. Also komm, wir wissen doch, was das bedeutet hier. Hinter diesem Tor liegt die Ebene der Mammuts. Das ist doch bloß ein Tor. Man braucht nur hinter das Geheimnis des Mechanismus zu kommen. Man nehme einen Yuki. Der Tormechanismus. Ein Yukol-Mechanismus nehme ich an. Ja, so. Guckt mal das an. So, was haben wir denn Schönes? Können wir irgendwas hier machen? Ja, hier können wir was interagieren. An dieser Stelle. Okay. Ja, dann wissen wir doch, was wir machen müssen. Als Frage ist nur, kriegen wir den Yuki wach? Die schwerste Aufgabe. Müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Komm, also das hätten sie schon machen können, dass der Yuki da irgendwie mit. Jetzt vielleicht einen Weg nach irgendwelchen Tieren schnappt, hier oder ganz vergnügt durch die Gegend kommt. Dass der jetzt noch am Ende die Schlafrunde macht und es dadurch nochmal den ganzen Weg zurück fordert. Ja. Weiß ich nicht, Digga. Das Witzige, muss ich aber ehrlicherweise sagen, ist, ich habe bei Senkota, als wir die Gotta hier dem Horror von League Adventure mit gekickstartet. Oh, gar nicht wenig. Auch wenn sie immer noch ein bisschen brauchen. Aber ist okay. Kleines Studio, so ruhig mal ein bisschen was bekommen dafür. Und ich muss trotzdem sagen, teilweise ist die Grafik hier 2004 besser als in dem Teil. Das ist irgendwie witzig. Nichts zu machen. Ich bring diese Blumen. Hoffen wir, es funktioniert. Hallo. Jawohl.
Moment, jetzt will ich aber nochmal nachlesen. War das klar, dass sowas passiert? Ernährt sich vor allem im Orangelachs, das wisst man. An Flussufern. Steht aber nichts da. Das hat man. Das sind schöne Hinweise übrigens. Das Buch finde ich richtig gut hier. Blaugras. Hier. Im Herbst duften seine Blüten so stark, dass sie selbst einen Yuki aus dem Winterschlaf wecken. Also so, also ich vermisse ein bisschen, dass sie ein eigenes Tagebuch schreibt, aber ich finde so ein gefundenes Tagebuch, wenn wir das erst, naja, nach dem ersten Viertel gefunden haben vielleicht. Und am Anfang liest man es durch, denkt so, oh, sind das viele Informationen, so braucht man die und nach ergeben die sich. Das liebe ich ja. Und deswegen ist auch Uncharted so, so sehr manchmal die Spieltiefe bei Uncharted irgendwie eher so flacher ist als, weiß ich nicht. Wie ich diese Tagebücher dort, wo der kurz immer das aufschlägt, die richtige Seite, so wie Supernatural immer. Ja, Dad hat in seinem Tagebuch was geschrieben, dieses Monster. Und da in dem Tagebuch von wem auch immer da gerade bei Uncharted, dann ist da irgendeine Skizze und oh, das finde ich toll, sowas. Gerne mehr. Gerne auch ein Tagebuch, was von Anfang an komplett lesbar ist, was man alles machen kann und dann erst nacheinander Sinn ergibt. So, kommt er mit? Ja. Yuki. Zwerge, hey, Zwerge, hey, Zwerge, ho. Hey, Zwerge, ho, ho, ho. Achso, ah, wir können da hingehen. Nein. So. Und jetzt geht's rein mit dir. Weil er weiß sofort, was er machen muss. Der Mechanismus, dass es hält. Ja, und er rennt einfach rum weg. Sag mir jetzt mal danke, Jupiter, streichelt den Kleinen. Ja, gut, schon Kopf schütteln. Yuki, kann ich dir was Gutes tun? Irgendwas Kleines zu fressen bringen? Muss ich mir dran ziehen? Das muss ich nicht machen. Okay, wir lassen einfach das Wesen, was uns geholfen hat, zurück. Hat er seinen Dienst erfüllt. Gemeinheit, Kidwalker, Gemeinheit. Hier ist irgendwie Zeug. Hier ist irgendwas. Felszeichen? Ich weiß nicht. Ach nee, ist Holz. Ah, es war einfach hier. Und, also hier haben wir ganz schön was geschaffen. Ich meine, guckt mal an hier. Ebenen. Viel Holz geschlagen. Ich habe leider bei der Sequenz nicht genau gesehen, wie groß die Insel eigentlich ist. Schneehölle? Nee. Ja, eine Mäbe. Was ist das für ein Zeichen? Wir haben hier ein Räderwerk. Das können wir drehen und dann wird. Ah, ist das Garas Sandflasche? Hier können wir was einsetzen. Wir haben 1, 2, 3, 4. Okay, gibt keinen Sinn. Das passt jetzt recht nicht. Ah, das guck an. Ah, wir kriegen sogar hier einen fünften. Wir brauchen genau fünf. Wir haben das Medaillon. Oder? Ach komm, Kate, das kannst du doch irgendwie daneben halten. Okay, wir suchen dieses irgendwie, dieses inverse B.
Hier vielleicht? Ne, hier, das ist das, ja. Gott, ich... Okay, wir brauchen einen anderen... Was hier? Das S. Das S und daneben das Y. Also das... Ja, geschwungene, seltsame S. Hier. Hier sehe ich diesen Buchstaben. Hier oben sehe ich auch sowas. Hier sehe ich sowas. Muss ich mich etwa hier dran orientieren? An den weißen? Hier sehe ich diesen Buchstaben eher. Oder kann ich hier wirklich nach Bruchkante gehen? Ach komm, wir gehen nach Bruchkante. Was soll der Geiz? Ich hier irgendwas anderes mache, geht das? Okay. Bruchkanten stimmen erstmal. So, ich gucke nochmal, was passiert. Ah. Den Elfenbeinschlüssel. Der übrigens fast so aussieht wie der Schlüssel bei Hans. Da sehen wir übrigens die Felder, guckt sie euch an. Es ist sehr schön hier, nicht wahr? Ja, Hans. Siberia. Glauben Sie wirklich? Hier gibt es Mammuts? Ja, Sie müssen die Melodie spielen, die die Mammuts anlockt. Wie das denn? Wollen Sie sie rufen? Ja, mit den Flöten, wie die alten Yukol. Oh, Sie wissen, wie die funktionieren? Nein. Okay, ich versuch's. Sie, schlauer Kopf, wissen, wie das geht? Nö, kein Problem, ich mach's. Das heißt aber andersrum, dass die Yukol, die zumindest hier waren, verschwunden sind. Zumindest die im vorderen Teil waren. Sie haben alles da gelassen, das sieht nicht komplett zerstört aus hier alles, aber sie fehlen, wer weiß, was passiert ist.